So, hallo meine Lieben, wir sind wieder bei The Walking Dead, No Man's Land. Und heute möchte ich ein bisschen darauf eingehen, welche Talente ich bei meinen Kämpfern für wichtig finde. Zuerst einmal ist jedem Spieler, der schon einige Zeit dabei ist, sicher bewusst, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Kämpfern, und zwar haben wir die Helden und die Überlebenden. Die Helden, ihr seht über den Schildern der Namen darüber Held, haben ein Talent, nämlich ihr erstes, das nicht geändert werden kann, das sie aber, wenn sie Anführer der Gruppe sind, mit anderen Helden meistens teilen. Wir sehen uns hier gerade Eugene an. Und Eugene hat als einzigartiges Talent Fukuhila-Zeit. Das ist nicht änderbar, wie gesagt. Und er wird mit 35% weniger Wahrscheinlichkeit kritisch getroffen oder betäubt. Und alle anderen zwei Kämpfer, die ihr in der Gruppe habt, egal welcher Klasse diese sind, teilen dieses Talent mit ihnen, wenn er der Anführer ist. Das heißt, bei einer Gruppe, die er in den Einsatz schickt, wird in der Regel immer ein Held und kein Überlebender der Anführer sein, weil er halt etwas mit der Gruppe teilen kann. Gut, es gibt die Helden, die Talente bei den Helden kann man ändern. Alle bis auf das erste und bei den Überlebenden. Hier haben wir eine Überlebende, Brittany, ihr seht, darüber ist kein Heldenschild. Kann man alle 5 Talente ändern. Und ich möchte kurz darauf eingehen. Zuerst, wie ändern wir das? Und zwar ist es ganz einfach, ihr seht hier die 5 Talente. In dem Moment, wo der Held 5 Sterne hat, sind auch alle 5 Talente freigeschalten. Und ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, okay, Vergeltung möchte ich zum Beispiel jetzt nicht haben. Wir klicken drauf und wenn ihr genug Rerollmarken habt und genug Marken für den Helden oder für den Überlebenden, dann könnt ihr hier herum bestätigen, geht in dem Fall jetzt nicht, ich habe nicht genug Rerollmarken und bekommt statt diesem Talent zwei andere vorgeschlagen. Ihr könnt dann entweder eines auswählen und sagen, okay, ich ändere jetzt Vergeltung auf Talent XY oder ich sage, nein, ich möchte keines der zwei vorgeschlagenen haben und sagt abbrechen, dann wird euch die Hälfte der Kosten zurückerstattet. Das heißt, Rerollmarken kriegt man jetzt nicht unbedingt nachgeworfen, also es kann schon einige Zeit dauern. Aber da man am Anfang, besonders zuerst einmal sowieso die einzelnen Kämpfer auf 5 Sterne bringt, um einmal überhaupt alle Talente freizuschalten, sammeln sich in dieser Zeit schon einmal Rerollmarken an. Anfangen möchte ich auch gleich mit der Klasse Speer, die ich hier schon offen habe. Und da ist mein Talent, das ich bei allen haben möchte und inzwischen auch schon habe, ist keine halben Sachen. Ich mische keine halben Sachen mit anderen Talenten, die in der Regel vor allem den Schaden erhöhen. Speer sind die, die an einzelnen Zielen den höchsten Schaden von allen Heldenarten, also von allen Klassen, verursachen. Und keine halben Sachen sagt dir, wenn du einen Gegner stehen hast und den hart triffst, dann hast du eine relativ große Chance, in dem Fall von 43%, dass du den Gegner neben ihm auch noch Schaden verursachst. Oft, wenn du Glück hast und du landest einen kritischen Treffer, erledigst du damit beide Gegner. Wir sehen uns das jetzt kurz einmal an. Vielleicht noch erwähnt, falls der Held, zum Beispiel jetzt wie meiner hier, also der Überlebende, sorry, wenn ich das öfter ein bisschen durcheinander bringe, statt Vergeltung jetzt Glückspilz hätte, dann werden die Chancen zum Auslösen der anderen Talente erhöht.
Okay, dann ziehen wir einfach einmal kurz in einen Kampf mit drei Speeren. Ich lege denen jetzt nicht die gute Ausrüstung an, sondern einfach, wir nehmen das, was sie gerade angelegt haben. So, drei Speer, egal welche. Nehmen wir einen Helden als erstes. Das ist auch Rickard als Talent Vorbild. Und wenn er einen Aufladeangriff verwendet, erhält jeder andere, der mitläuft, ebenfalls einen Aufladungspunkt dazu. Rick ist in dem Fall jetzt als erster aufgestellt, das heißt, er ist der Anführer. Sieht auch über ihm, seinem Symbol, Anführertalent. So, dann nehmen wir noch irgendwelche Helden dazu, also irgendwelche Kämpfer dazu. So, und wir starten einmal. Alle meine Speer haben keine halben Sachen und wir schauen mal, was das für einen Unterschied macht. Hier in dem Fall, es ist wichtig, die Gegner, die Beißer müssen auch nebeneinander stehen. Ja, Einzelziel betreffen einen Gegner. Ich habe jetzt halt wie gesagt nur die madigen Waffen an, nicht die guten. Das heißt, wir machen jetzt auch nicht so viel Schaden. Es geht ja aber auch nur darum, dass wir es herzeigen. So. Jeder hat seinen Gegner einmal getroffen. Und da haben wir jetzt mehrere Gegner nebeneinander stehen. Und schauen wir mal, dann, ob es funktioniert. Dem Fall, das war jetzt ein normaler Treffer. Jetzt haben wir keine halben Sachen gehabt. Das heißt, er hat doch den Gegner neben sich getroffen. So, ich lasse die da jetzt. Die können nachher in Ruhe heilen, nicht wundern. Also wir kämpfen da jetzt nicht auf Effektivität. War wieder ein normaler Treffer. Auch ein normaler Treffer. Wenn keine halben Sachen ausgelöst wird, wir haben es jetzt leider nicht oft gesehen, dann habt ihr es darüber stehen. Ihr merkt, das werdet ihr das selber im Kampf merken. Ich finde es wirklich für Spieler aus meiner Sicht vielleicht eines der wichtigsten Talente überhaupt. Ein weiteres Talent, was man hier nehmen könnte, ist, dass die Chance erhöht wird, dass keine Körpertreffer gelandet werden. Weiß ich jetzt nicht auswendig, wie das heißt. Gut, zur nächsten Klasse. Das sind die Schläger. Auch bei den Schlägern wieder gibt es ein Talent, das mir ganz wichtig ist. Und zwar ist das Bestrafen. Ich finde, Bestrafen ist ein richtig tolles Talent für Schläger. Und zwar heißt das, wenn ein Zug vorbei ist und es steht ein Beißer am Schläger dran, dann macht der Schläger einen automatischen Angriff. Das heißt, ich habe quasi einen Zusatzangriff, der automatisch passiert. Das finde ich sehr toll. Wie gesagt, wir schauen uns das einfach jetzt wieder an.
Auch hier wieder habe ich keine besonderen Waffen mit. Ich habe einfach genommen, was Helden gerade angelegt haben. Das sind jetzt so die Reservewaffen, weil ohne kann man sie ja nicht stehen lassen. Und wir stellen sie jetzt hier einfach nur her und lassen die Gegner kommen. Und ihr seht, sie greifen alle an. Das ist nicht Vergeltung. Vergeltung heißt als Talent, wenn ihr angegriffen werdet, schlagt ihr zurück. Bestrafen heißt, am Ende einer Runde, wenn ein Gegner neben euch steht, wird dies automatisch angegriffen. Das wäre jetzt der Fall. Wir schlagen von selber nicht zu, sondern warten einfach ab. Und ihr seht, die kämpfen alle. Und es gibt dafür, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, auch Aufladungspunkte. Okay. Um es nicht falsch zu verstehen, den Angriff, ihr könnt eure Angriffe ganz normal machen. Ihr schickt einfach zum Beispiel einen Schläger zu einem Gegner, lasst einmal draufschlagen und der Schläger schafft halt nicht, den Gegner zu erledigen. Die Aktionspunkte sind vorbei. Kommt der Sprung zur nächsten Runde und bevor der Gegner etwas machen kann, greift der Schläger noch einmal an. Jetzt hat Eugene einen normalen Angriff gemacht. Wir schalten die Runde weiter. Und ihr seht, auch Eugene, obwohl wir aktiv waren, hat automatisch wieder angegriffen. Aufladungspunkt, glaube ich, habe ich mich vertan. Den kriegt ihr scheinbar nicht. So. Es wird auch, wie bei den Speeren vorher, bei keine halben Sachen, wird auch hier darüber über eurem Kämpfer angezeigt, wenn das Talent aktiv wird, bestrafen. Ich habe alle Schläger inzwischen schon mit diesem Talent versehen. Jetzt nicht täuschen lassen, dass der Schaden sehr wenig wirkt. Ja? Wenn ihr eure Kampfwaffen angelegt habt, sieht das dann anders aus. Ich müsste jetzt die ganzen Waffen hin und her verschieben, das möchte ich jetzt gerade nicht. Das wäre sehr aufwendig. Man muss dann alles wieder retour stellen. Es geht auch nur ums Demonstrieren der Talente. So, dann machen wir diesen hier noch schnell fertig. Und sehen uns dann. Die nächste Klasse sind die Krieger. Die brauche ich euch jetzt nicht im Einsatz zeigen unbedingt. Bei Kriegern ist mir das Wichtigste das Waffentalent, dass ihr im Halbkreis, also im größeren Radius, die Gegner trifft. Das haben wir im letzten Video schon mal gesehen. Das heißt, bei den Kriegern interessiert mich eigentlich nur eines. Bei mir, ich versuche, dass die möglichst auf Schaden ausgelegt sind. Also Talente wie erbarmungslos, stark, mächtiger Schlag, wie ihr hier seht. Und was ich gerne mitnehme, muss aber jetzt nicht unbedingt sein, aber als Unterstützungstalent sehr gut, ist Glückspilz. Weil es erhöht einfach die Chance, dass andere Talente wirksam werden. Gut, Krieger können wir somit überspringen, es zahlt im Kampf sich für mich nicht aus. Ich habe da noch kein Talent gefunden, das ich unbedingt haben muss. Und wir schalten weiter zu den Schützen. Bei den Schützen habe ich ein Talent, das ich unbedingt haben möchte, und zwei Talente, die ich ab und zu ganz gerne mitnehme, soweit halt die Rollmarken reichen. Ich habe auch noch nicht alle durch. Es geht mir darum, alle meine Fernkämpfer, das heißt Schützen, Jäger und Sturmangreifer, haben das Talent Rache.
Rache heißt, wenn einer, zum Beispiel ein Schläger, angegriffen wird von einem Beißer und er ist in Reichweite eines Fernkämpfers, dann macht dieser Fernkämpfer automatisch einen Angriff auf den Gegner, der uns angegriffen hat. Ja, und zwar, ich schicke Eugene vor, Eugene bekommt einen Angriff, einen Beißer ab. Aaron in dem Fall macht aus der Ferne einen Angriff darauf. Gut, können wir kurz herzeigen. Die anderen zwei Talente, die ich noch ganz gerne mal beschützen mitnehme, ich habe selber noch nicht alle, sind sicherer Schuss. Und zwar deshalb, weil dank der Waffen für mich meistens die Schützen die größte Reichweite haben. Das heißt, ich muss die nicht unbedingt jede Runde bewegen und bekomme dafür 40% mehr kritische Trefferchance. Also das sehe ich als sehr praktisch an. Ein weiteres Talent, das ich bei Schützen gerne mithabe, Tara hat das, glaube ich, bei mir genau, ist kritisches Ziel. Auch wenn wir am weitesten weg sind, Betäubung ist immer gut, schadet nicht. So, ja, das ist jetzt falsch, wenn wir jetzt so reingehen, wir Panzer nach vorne, und so gehen wir mal rein in eine Mission. T-Dog jetzt da nach vorne und er wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Er hat es auch nicht geschafft, den Gegner wegzuhauen und die anderen zwei in der Nähe werden vermutlich rankommen und auf ihn hauen. Und in dem Moment sollten dann Tara und Yumiko beide aktiv werden und den Gegner beschießen. Okay, das sind jetzt noch die Autoangriffe natürlich, die man am Anfang einer Runde immer hat. Wachsam, wenn man sich nicht bewegt hat. Diesmal bewegen wir uns und zwar so weit, dass es kein dass ihr seht, dass es kein wachsamer Angriff ist. Ihr seht, T-Top ist getroffen worden, Tara und Yumiko haben beide Rache eingesetzt. War vorher, sorry, mein Fehler, dass ich ein bisschen blöd hergezeigt habe. Das erste, was bei Schützen eingesetzt wird, wenn sie nicht über eine gewisse Reichweite, die mit schnell vom Weg her erreichbar ist, zurückgelegt haben in einer Runde, dann sind sie im Wachsamstatus. Im Wachsamstatus heißt sie, dass sie bei Rundenwechsel angreifen, was in ihrer Reichweite ist. Haben sie sich aber über diese Strecke bewegt, dann greifen sie nur dann Gegner an, wenn diese Gegner einen unserer Leute angegriffen haben. Das ist das der Talent Rache. Soweit zu den Schützen. Bei den Jägern brauche ich nicht viel herzeigen in dem Sinn. Die haben ein bisschen kürzere Reichweite. Ich lege sie auch vor allem auf Schaden aus. Und auch wie die Schützen haben sie alle Rache. Gut, und bei den Sturmangreifern gibt es jetzt auch nicht so viel extra zu herzuzeigen. Auch bei denen ist es wieder so, dass ich alle mit Rache versehen habe. Und einem weiteren Talent, das ich ganz gerne mitnehme, nehmen wir irgendeinen. Und zwar bei Sturmangreifern
Sturmangreifer kämpfen immer gegen oder meistens gegen größere Gegnermengen. Das heißt, wenn wir Abraham jetzt nach vorne schicken und dann 8 Beißer angreifen lassen, dann wäre es schön, wenn er so viel davon wie möglich wegbekommt, weil wenn dann alle 8 noch immer stehen, dann wird es für ihn schon ziemlich eng. Das heißt, ich versuche ihnen, neben Rache, haben wir vorher schon hergezeigt, auch das Talent Scharfschütze zu verpassen, das allgemein mal seinen Schaden erhöht. Ja, das wäre soweit zu den Talenten, die mir bei den verschiedenen Klassen wichtig sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, schreibt es mir vielleicht in die Kommentare, schickt mir Möhren und ich wünsche euch alles Gute. Tschüss!